So. Und hier geht's wahrscheinlich. Uppala, hier geht's auch runter. Naja, guck mal, da geht's auch runter. So viele Möglichkeiten, so wenig Zeit. Meine Güte. Guck mal, 1,5 Stunden nehmen wir erst auf. Machen mal ein bisschen was. So. So. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Meine Güte. Gut, aber dafür haben wir das Holz ja mitgenommen. Also von daher alles gut. Vielleicht sonst bei der Gelegenheit mal ganz kurz der Travelnet. Bla. So, kurz mal ein bisschen Zeug wieder in die Kiste schmeißen. Miese in Rohform. Naja, komm, wir lassen es erstmal so, wie es ist. Wir haben ja von dem hier genug. Ach komm, wir machen uns einfach eine normale Spitzhacke und damit ist das dann gut. Wir haben so viel von dem Mesepulver, wir werden keine Sorgen haben, jemals irgendwie an Mese irgendwie zu mangeln. Bei der Gelegenheit mal gucken, die Rüstung, die ist noch da, die hält natürlich nicht so super viel aus, aber hey, scheißegal. Jetzt haben wir den Ofen, wir haben Stöcker noch genug. Wir haben eigentlich alles genug, was wir brauchen, oder? Jetzt gehen wir mal hier durch. Ah, ich glaube wirklich, schenken tut sich das nichts. So. Wieder runter, dann kommt die wieder mit. So. Und dann geht's weiter. Ja, Travelnet macht das Ganze schon einfacher, ne? Auf jeden Fall. Ah, wir haben ja genug. Aber wir gehen mal hier längs. Und wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen noch mitnehmen von. Das war jetzt, glaube ich, nicht die Richtung, die wir ursprünglich gehen wollten, aber scheißegal. Es ist sowieso egal, wo wir längs gehen. Wir kommen eh irgendwie immer tiefer irgendwo hin. Du schon wieder, hau ab! Du gibst eh nichts Gutes. Ja. Ja. Nö. Geht das schon wieder los? Ist es, glaube ich, auch egal, wo wir, aber wir können uns hier runtergraben. Wie weit können wir uns denn runtergraben? Ach, wir können uns gut runtergraben, okay. So. So. Ach, guck mal hier. Wir nehmen es mal mit, so viel brauchen wir davon auch nicht. Aber dann haben wir es zumindest. Ich glaube, das Aufwendigste an diesem ganzen Technikkram ist sowieso den Kram nachher zusammenzubauen. Die Materialien an sich, das geht ja eigentlich immer. Aber wir müssen es ja auch ja, craften und kombinieren und aufstellen. Meine Güte! So. Da haben wir unser Mese schon wieder drin. Na, so. Ich hoffe ja, wir erreichen tatsächlich noch die coolen Höhlen. Weiß gar nicht, auf welche Tiefe ich die eingestellt hatte. Ist es standardmäßig bei minus 1000 oder sowas? Wo sind wir denn jetzt? Guck mal, 1063 sind wir schon tief. Naja, wir gucken mal, wo wir hinkommen. Es geht ja hier noch weiter runter. Oha. Oh Mann. Oh Mann. Das ist wieder so eine Decke von einer Tiefenhöhle, ne? Hier kommt man auch am Rand irgendwo, glaube ich, längs. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Ja, guck mal, man kommt hier auch am Rand irgendwo.
Es wäre echt schön, wenn man ein bisschen was sehen könnte, ne? Darum habe ich übrigens immer den Wassereimer dabei. Ja, einfach damit man in solchen Situationen von oben wunderbar runterkommt in große Höhlen. Es ist halt nur blöd, dass man echt so gar nichts sieht. Ah, ich glaube, wir sind unten. So, was haben wir denn hier Schönes? Wo sind wir denn hier gelandet? Das ist tatsächlich eine große Höhle, ne? Ja, das ist auf jeden Fall wieder eine große Höhle. Genau, da geht's runter. Aber es ist immer noch nicht so eine riesige Höhle, ne? Es ist also immer noch so, man kann die Decke noch sehen. Oha, das war knapp. Dann auch wieder runter. Ich leuchte mir erstmal ein bisschen aus, und dass man ein bisschen gucken kann, wo was ist. Und dann kommen wir dann gleich mal gucken, was denn hier alles ist. Aber hier ist, glaube ich, eine Wand. Genau, hier ist die Wand. Oha, da geht's auch runter. Ist ja immer so ein bisschen kritisch, weil man da gar nicht sehen kann, was da passiert, ne? Meine Güte. Ja, ich glaube, ich habe mich verschätzt. Das ist, glaube ich, doch eine größere Höhle wieder hier, ne? So eine riesige. Aluspinne. Aber die Höhlen sind bei meinen Tests so groß, dass es in den Höhlen Berge gibt. Wie hier zu sehen ist. Und ein Örki, hallo Örki, du tust mir nichts, ne? Du bist nett zu mir. Ich muss erstmal die Spinne loswerden. Puh, ab jetzt. Faggeln. Hau ab. Haust du ab? Geht doch, danke. Örki, Örki, Örki. Ja, hier ist der Rand. Da geht's wieder hoch. Oder es ist einfach nur ein Überhang. Das kann natürlich auch sein. Ich will das nicht ausschließen, dass es einfach nur ein Berg in einer Höhle ist. Da ist auf jeden Fall der Rand. Mal hier auch mal eine Fackel rein, dass man hier auch was sehen kann da. Oh, guck mal, da oben, da ist ein Diamant. Nicht, dass man den für irgendwas bräuchte. Aber wir nehmen ihn mal mit. Doch, ich glaube, es gibt so zwei, drei Rezepte, da braucht man auch Diamant für, ne? Die Höhle groß. Ja, da habe ich mich ja mächtig verschätzt. Also das ist tatsächlich eine große Höhle. Ja, da hinten verschwinden schon wieder Sachen, weil wir so zu weit weg sind. Oho. Große Höhle, da ist schon wieder irgendwo eine Spinne am Rumzischeln. Da bist du. So, die nächsten 100 Fackeln. Wobei das eben waren, glaube ich, nur 30 oder so. Ne? Oh.
ja gut, hier ist dann, glaube ich, irgendwo. Ne, hier ist keine. Hier ist kein Ende. Es geht hier noch weiter. Hier ist Ende, okay. Meine Güte. Streh durch! An Mese wird es uns nicht mangeln. Ja, schon wieder die nächste. Ich bin noch nicht mal durch die erste durch und hier schon die nächste Höhle. Also es ist eigentlich egal, wo wir eine Fackel hinstellen. Wir können einfach alles irgendwie abbauen, was da irgendwie zu sehen ist. Ich glaube, ich werde jetzt auch nicht nochmal zurücklaufen und den Rest von der Höhle ausleuchten. Ich werde jetzt einfach mal gucken, was hier noch so an Zeug zu holen ist. So. Ja, also wir haben. Ja, wir haben genug Eisen. Oh, guck mal hier, zweimal Mithril, na sowas. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ja, Mese haben wir genug. Copper, Copper, Copper. Das Gold. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen mit. Zinn und Chrom oder was, ne? Ah, guck mal, wir können hier die mal so untereinander tun, so, dass das alles seine Richtigkeit hat. Zinn, Silber, läuft. Läuft, 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 läuft. Das Eisen beachte ich schon gar nicht mehr. Da. Also, falls noch jemand mal Eisen braucht. Da oben steht es, hier bedient euch. Na, guck mal, hier ist vorbei. Ah, da hinten, guck mal, da hinten, da, da sind wir hier. Da hinten, da, da hinten, da, da hinten. Ne, da hinten sind wir runtergekommen, sind hier einmal rumgelaufen. Jetzt laufen wir langsam wieder zurück, ne? Mese, naja, ich lasse es mal da. Wir brauchen es nicht. Und da hinten sind wir hergekommen. Wahrscheinlich. Oder sind wir da runtergekommen? Da kriegst du ja einen Höhlenkoller irgendwann. Ich nehme das mal eben mit. Dann kommen wir bei der Gelegenheit uns nämlich einfach mal völlig dekadent hier eine neue Hacke machen. Nutzen wir die einfach ein paar Mal und dann fügen wir die nachher zusammen und dann haben wir da ein bisschen mehr draus bekommen. Das ist doch auch schön. So, Fegel, Fegel, Fegel. Meine Güte. Ne, also weißt du Bescheid, Höhle ist größer. Mithrian Mese. Naja gut, okay. Wir nehmen mal mit, wenn wir da gerade davor stehen, dann können wir so ein bisschen was mitnehmen. Guck mal, da unten sind wir dann hier hoch, da sind wir hier hinten rum, da sind wir da hinten rum, da sind wir da hinten rum, da sind wir da hinten rein. Irgendwie, jetzt gehen wir hier langsam wieder zurück. Meine Güte. Und von da oben, guck mal, da, ach, da, da oben, da ist unser Loch, wo wir rausgekommen sind, ne? Und hier ist das nächste Loch, wo man dann irgendwo an. Hallo Spinne. Hörst du mal auf, mir auf den Kopf zu springen und beim Schlagen Buchstaben zu zeigen? Danke. Ja, guck mal, hier haben wir uns runtergelassen und da haben wir. Okay, dann sind wir jetzt tatsächlich einmal mehr oder weniger am Rand rum. Wobei. Ich glaube, wir sind hier irgendwie gar nichts. Doch, hier ist der Rand. Tatsache. Es gibt tatsächlich einen Rand in dieser Höhle. Wundert mich. Ich dachte, sie wäre größer. Ach, schön. Dann haben wir ja doch tatsächlich ein bisschen was geschafft. Hallo Mithril. Hallo Diamant. Hallo Cobblestone, hallo Diamant.
bin begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Rand von dieser Höhle jemals irgendwie tatsächlich einmal umlaufen können. Aber in dem Fall können wir ihn tatsächlich einmal umlaufen. Das ist doch gar nicht mal so blöd. Dann kriegen wir sie vielleicht doch halbwegs ausgeleuchtet. Ah, guck mal, das ist der Rand von der Höhle. Jetzt gehen wir einfach hier mal auf die andere Seite rum. Ja gut, das wäre ja hier tatsächlich schon irgendwie die nächste Höhle wieder, ne? Also wir sagen mal, dass hier tatsächlich irgendwie der Rand ist von der Höhle. Hier wird es auch wieder runtergehen. Dann nehmen wir das hier mal als Kante von der Höhle. So. Ja. Wir akzeptieren einfach mal, dass das hier theoretisch kein Überhang ist, sondern dass es tatsächlich irgendwie ein Rand ist. Alter. Ach, wir sollten uns vielleicht bei der Gelegenheit mal um ein paar Mal Kohle kümmern, wenn wir hier irgendwie durch die Höhle laufen. Dann können wir gleich mal ein bisschen Kohle einsammeln. Hier ist ja überall welche. Gut, dann ist das der Rand. Hallo Spinne. Ich kümmere mich gleich um dich, keine Sorge. Ich mache hier nur mal eben kurz Licht. Ich dachte, hier wäre auch noch ein Loch, aber hier ist kein Loch. Hier ist einfach nur nicht ausgeleuchtet. Du läufst mir zu oft hinterher. Jetzt hau ab. Wo bist du? Weg. Gut. So. Wir tasten uns langsam vor. Ja, so langsam kann man, glaube ich, die Ausmaße erkennen, ne? Genau, hier ist der Rand, da ist die Kante, hier ist der Rand, hier ist der Rand, hier ist der Rand, da ist das Loch, wo wir rausgekommen sind. Ja, so langsam sieht man die Größe, das ist gut. Irgendwas fehlt. Ach ja, Kohle. Und jetzt finde ich keine Kohle mehr. Sämtliche Kohlevorkommen sind schlagartig verschwunden. Naja, gut, hier ist welche. Aber so ist es ja meistens. Man sucht irgendwas und findet es nicht mehr. Und wenn man es nicht braucht, liegt es einfach überall rum und man kann sich sie jederzeit irgendwie mitnehmen. Naja. 68 Fackeln, das ist ja fast nice. Ah. Wo waren wir hier? An der Kante waren wir, ne? Wir wollten hier die Kante irgendwie weiter ausleuchten. Bei der Gelegenheit Kohle mitnehmen. Kohle kann man nie zu wenig haben. Genug haben? Zu wenig haben? Haben. Hauptsache haben. Es geht nicht um die Anzahl oder um die Notwendigkeit, es geht einfach nur darum zu haben. Also quasi so, wenn im Supermarkt die Leute das Klopapier leer kaufen. Hauptsache haben. Meins, meins, meins. Ich und ich zuerst. So, da geht's runter. Hier war doch irgendwas, was ich mitnehmen wollte. Hier ist was, was ich mitnehmen wollte. Und hier ist was, was ich mitnehmen wollte. Und hier auch noch. Und Mithril nehmen wir auch noch mit. Junge. Wie sieht das denn hier aus? Wo kommt man denn hier hin? Oder geht's. Ah, hier ist die Kante. Okay. Es gibt tatsächlich eine Kante an dieser Höhle. Das war ja erst so ein bisschen fragwürdig, aber es ist tatsächlich hier eine Kante. Und übrigens, die Decke, die wird hier wahrscheinlich einfach weitergehen und hier hinten einfach in die nächste Höhle münden. Wir gucken nachher mal. Ich bin schon richtig finster in der Webcam, ne? Naja. Ja, ist das denn hier der. Upsa. Ist das denn hier der Rand von der Höhle? Sind wir hier jetzt auf der anderen Seite angekommen? Nee, anscheinend nicht. Wir hangeln uns hier einfach mal an der Kante längs. Irgendwann muss die Kante zwangsweise zu Ende gehen, weil es einfach so funktioniert. Und das wird hier wahrscheinlich sein. Ja.
Ja, hier ist auf jeden Fall zu Ende, das ist gut. Ah, so. Mithril. Ich würde ja tatsächlich sagen, jetzt wo wir so viel Arbeit in diese Höhle hier investieren, um die auszuleuchten, vielleicht könnten wir hier tatsächlich irgendwie so ein Zwischenlager irgendwie uns einrichten. Oh, dass wir die Travelnet-Box hinstellen und sagen, gut, okay, hier ist unsere Höhle, von der aus wir weitere Höhlenaktivitäten irgendwie starten können. Ist vielleicht gar nicht so die blödeste Idee, ne? Ja, ist es denn, guck mal, sind wir rum? Ich glaube, wir sind rum, ne? Also, zumindest da ist unser Loch. Wir sind zumindest da, wo wir angefangen haben. Ja. Jetzt machen wir den Innenteil hier noch ein bisschen heller. Und dann sollten wir das tatsächlich geschafft haben. Also zumindest einen großen Teil. Zumindest ein Teil von der Höhle auszuleuchten. Ich glaube, das ein großer Teil ist. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Teil. Ist ein großer Teil, aber ob das der größte Teil ist. Ob es ein großer Teil ist, weiß ich auch nicht. Es ist ein in Relation zu dem Spielercharakter und dadurch in Relation zu mir ist es ein großer Teil. In Relation zu dem Höhlensystem, keine Ahnung. Es kann großer Teil sein, es kann kleiner Teil sein. In Relation zu der insgesamten Höhe zur Spielewelt ist es lächerlich wenig. Gut, da ging es irgendwo runter. Da ist dann quasi ja der nächste Höhlenteil. Hier ist auch wieder irgendeine Kante. Aber ich würde tatsächlich sagen, wir sind rum, ne? Hier ist auch wieder irgendwas, was wir irgendwie gut ausleuchten sollten. Dass man es auch sehen kann, dass da irgendwas passieren könnte, wenn man da runterfällt. Oder ist es einfach nur so Ende? Ach, guck mal, hier ist einfach nur so. Ah, hier ist einfach. Ja, gut, okay. Es ist nicht schlimm, es ist sogar gar nicht so blöd, weil dann muss ich nicht so tief da irgendwie runterklettern. Was haben wir hier noch? Hier ist dann auch. Guck mal, da hinten ist noch nicht ausgeleuchtet. Hier kommen die ganzen Spinnen her. Oder hier. Ach, meine Güte. Keine Fackeln mehr, keine Fackeln mehr. Und gleich wieder ein bisschen Kohle holen. Hallo Spinne. Dass die einem immer auf den Kopf klettern. Was soll das? Na gut, da können sie einem zumindest keinen Schaden zufügen. Das ist auch in Ordnung. Da ist noch eine Spinne. Ja, keine Fackeln mehr, ne? Kohle habe ich auch keine dabei. Wir müssen ein bisschen Kohle holen hier. Kohle, 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 Kohle. Das ganze Miese, Alter. Und wir haben noch unendlich viel Mese irgendwie bei uns im Lager. Ja, komm, Eisen haben wir genug. Glaube, da haben wir auch langsam genug von. Hallo, Mithril.
kurz mal orientieren. Wo sind wir denn hier eigentlich? Da sind wir. Wir ziehen uns erstmal hier einmal längs. Dann machen wir hier kurz nochmal hell. Habe da schon wieder aufblitzen sehen, irgendwie. Da geht es doch definitiv noch weiter. Mal hier die Lücke noch. Und dann haben wir es eigentlich noch. Na gut, da hinten ist noch. Da machen wir auch gleich nochmal hin. Hallo Diamant. Hallo Erki. Oh, da geht's auch wieder runter, ne? Ich sehe das schon. Du, ich kümmere mich mal eben um dich, ne? So, Dankeschön. Jetzt gucken wir mal eben ganz kurz, was hier ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da geht's dann gleich zur nächsten Höhle. Man wird einfach nicht fertig, ja? Und überall sind so kleine dunkle Stellen, wo theoretisch dann ja irgendwas spawnen könnte. Und das wollen wir natürlich nicht, dass hier irgendwas spawnt. Selbst wenn, ist auch nicht schlimm. Wir bauen uns dann gleich ein Häuschen, wo wir uns dann einmauern können und dann haben wir dann unsere Ruhe. War ich hier? Hier war ich noch nicht, ne? Geht's hier auch wieder runter oder ist hier dann auch wieder Ende? Ah, hier geht's zu der nächsten Höhle runter. Na super. Oh. Keine Kohle mehr. Blödes aber auch. Na gut, da wäre dann ja eh die nächste Höhle. Und hier wäre dann auch wieder eine Höhle. Ich mach mal so ein bisschen hier den Abgang hell. Ach, guck mal hier, das kann man doch. Hier waren wir doch schon mal. Gut, okay. Da geht es definitiv zu einer weiteren Höhle. Ist wahrscheinlich dann hier unten irgendwie mit verbunden, ne? Hallo Diamant. So, da hinten ist auch noch was Dunkles. Das ist aber nur so dunkel. Da ist ja nichts. So. Ah. So viel zum Thema, da ist ja nichts. Hier geht es dann zur nächsten Höhle runter. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Also mir zumindest nicht. Übersehe ich das einfach nur oder verschwinden da die Fackeln? Eigentlich ja nicht, ne? Ich übersehe es wahrscheinlich einfach nur. Genau wie da hinten da die Ecke. Ja. So, gucken wir mal.
Also langsam. So langsam müssten wir ja eigentlich durch sein, sagte er und ist seit einer Stunde in der Höhle. Ah. Gucken wir mal, dass wir hier auch noch mal eben hell machen. Dann orientieren wir uns mal an dem Loch oben irgendwie, was wir hatten, wo wir reingekommen sind. Die Decke. Wollen wir eben kurz gucken. Guck mal, wenn man will, dass es hell wird, dann geht's nicht, ne? Naja. Aber die Decke scheint relativ gerade zu sein. Hinten steht auch schon wieder einer. Judi, 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 Judi. So. Ja, da ist die Deckenhöhe. Also das wird schon ungefähr die Deckenhöhe auch sein. Da hinten ist unser Loch irgendwo noch. Genau, hier ging es runter. Hier war auch eine Kante wieder, ne? Genau. Da hinten ist, oben ist unser Loch. Wir gehen mal langsam zu unserem Loch hin. Ist schon sehr dunkel hier. Hier ist alles soweit ausgeleuchtet. Ich würde ja auch unser kleines Häuschen dann irgendwie in der Nähe von dem Loch machen. Einfach nur so, weil es geht. Und das ist das, was ich meinte hier, ne? Berg in der Höhle. Ich glaube, im Großen und Ganzen, so bis auf einige dunkle Stellen, haben wir es, ne? Wie gesagt, hier ist so einiges ist noch ein bisschen dunkel, es ist aber, ja, ist halt so. Genau, hier war die Kante, da hinten geht es dann irgendwie weiter. Da ist unser Loch. Das passt doch wunderbar. Hallo, Mesium Monster. Da waren schon wieder die Buchstaben. Ich habe sie genau gesehen. Ja, hier geht's auch runter. Okay. Da ist das Loch. Hier ist jetzt ein bisschen heller. Jo, ich würde sagen, im Großen und Ganzen. Diese Höhle ist relativ ausgeleuchtet, ne? Ja, wenn man da am Rand guckt. Hier, da. Nee, bei euch da am Rand. Da ist leicht erkennbar, wie diese Höhle weitergeht. Wir sind hier einfach nur auf so einem Absatz von einer noch größeren Höhle.